Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Road of Evil. Ja, ich bin immer noch an diesem Rätsel jetzt hier dran, wo wir in der letzten Folge beendet haben und versuche es nach wie vor zu lösen. Das hier ist unsere Ausgangsposition und die zwei Teile müssten eigentlich theoretisch stimmen. Hier einmal der Frosch mit den zwei Tatzen da, die zwei Bilder und hier die zwei Bilder und hier ist einmal der Stern. Und einmal dieser Mond oder Sonne, was das sein soll. Und jetzt bin ich mittlerweile so weit gekommen, dass ich hier das Ausgangsposition sehe. Einmal das Teil hier ist das hier. Dann das rote Ding in der Mitte sind die zwei. Das blaue ist das beides. Und hier wird es noch miteinander irgendwie getrennt oder sowas. Und hier ist ebenfalls das gleiche. Das ist das, das ist das, der gelbe Strich in der Mitte. Dann hier auch wieder ein gelber Strich. Da oben das Sternsymbol. Und hier ist es diese Sonne. Ebenfalls wieder ein gelber Strich. Und oben ist ja das Rote. Hier muss es ja blau sein. So, hier oben ist das gleiche wieder wie. Ja, ich muss. Irgendwas ist es aber falsch. Weil das Ding hat sich noch nicht geöffnet. Wir müssen jetzt irgendwas tauschen. Ich glaube, das Teil muss hier rüber. Ich probiere es mal aus. Mal, das müsste stimmen. Das müsste stimmen. Doch, ich glaube, das müsste da rüber. Oder doch nicht? Oder das muss. Warte mal. Hä? Also, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die zwei stimmen. Die zwei stimmen. Aber hier ist irgendwas falsch. Ne, das beides stimmt auch. Das ist das hier. Das ist das Teil. Da ist das rote. Aber das hier ist falsch. Ah, ich glaube, das und das muss getauscht werden. Soviel ich weiß. Nee. Auch nicht. Ja, das ist schon so richtig. Puh, das ist jetzt die Frage. Irgendwas ist falsch noch. Das muss doch mit dem getauscht werden. Das ist aber auch richtig. Ja. Ne, so. Das ist auch richtig. Das ist das, das ist das. So Leute, ich melde mich gleich nochmal zurück, bevor es euch dann zu, doch zu langweilig wird, wenn ich die Lösung habe. Und bis gleich. So Leute, ich bin zurück und ich habe jetzt, glaube ich, die Lösung gefunden. Wir müssen einfach das Teil. Nee, warte mal. Das Teil mit. Das ist ein Schmarrn. Das Teil mit dem tauschen. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Okay, Leute. Okay, eine Ratte. Das scheint wieder ein Flashback zu sein. Beziehungsweise Vergangenheit reisen wir wieder. She nearly went insane. She kept screaming for her baby back. She killed the rats, stuffed them with cotton, and called them were the toys for the baby in heaven. She even killed her own beloved cat. The extreme manifestation of her makes me extremely worried. Doctor said she suffered severe psychological trauma. And now her disease has shifted from personality disorder to mental illness. Okay. So eine Ratte gefunden.
Also sie dreht immer mehr und mehr durch, tut die ganzen Tiere töten und stopft sie dann mit Watte aus. Sogar die Katze musste dran glauben. Und das ist natürlich nicht toll. So, hier kommt man raus. Ich weiß, wir müssen hier noch eine Münze finden und haben hier noch eine Truhe, wo wir einen Code finden müssen. Und so viel ich weiß, haben wir. Okay. Oh, sehr schön. Oh, Alter. Alles klar, eine Schere haben wir gefunden. Okay. Für was auch immer haben wir eine Schere gefunden. Damit werden wir kaum den Safe öffnen können. Aber irgendwas zum Abschneiden. Fragt sich nur was. Oh. Okay. Warum sind jetzt die Frame-Einbrüche so krass? Alter. Was hat das jetzt zu bedeuten hier? Was? Acht, 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 acht. Das ist 11. Sonst kann man hier nichts einstellen. Acht, 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 viermal die acht. Heißt es L? Hilfe? Nö. Das ist jetzt die Frage. Was bedeutet es? Was kann ich mit dieser Schere anstellen? Das ist die Frage. Okay, da ging es ja nicht weiter. Muss ich Blumen schneiden? Glaube ich kaum. Sorry Leute, jetzt für diese heftigen Frame-Einbrüche, aber ich kann es nicht ändern. Das liegt wirklich nicht an meinem PC, sondern vielmehr am Spiel selber. Ich hoffe, es sieht nicht so krass aus. Oder man sieht zum hoffentlich alles. Nee, man muss ja irgendwas machen mit der Schere. Ich habe aber keine Ahnung was.
Hier muss man irgendwas umschalten. Aber was genau, weiß ich nicht. Das gibt's doch nicht. Ne. Oh, wieder ein Rätsel, wo ich keine Ahnung habe, was man machen muss. Es ist irgendeine Zahlen. Kombination, aber. Für was ist die Schere gut, verdammt? Für was? Ich würde sagen, Leute, ich mache nochmal einen kurzen Cut und melde mich erneut nochmal, wenn ich dann eine Lösung gefunden habe, beziehungsweise wenn ich auf die Lösung gekommen bin. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück, liebe Leute, und ich schaue mir jetzt hier nochmal die Sachen nochmal an, weil ich weiß immer noch nicht. So, eins, nein. Vielleicht muss man das doch gar nicht zusammen, irgendwie die Zahlen sich zusammenfügen, sondern muss man es vielleicht irgendwie multiplizieren oder irgend sowas. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, wenn ich es multipliziere. So, das ist auf jeden Fall der Code für die Truhe hier. Was anders kann es ja nicht sein. So, das wäre dann. Das erste wäre eine 1. Theoretisch. Das zweite wäre eine 4. Ich habe es mir jetzt schon mal ausgerechnet, deswegen geht es jetzt schneller. Das zweite wäre eine 4. Das dritte wäre eine 7 und das letzte eine. Das dritte wäre eine 2 und das letzte eine 7. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas, dass es schneller geht. Und das wäre eine 7. 1, 4, 2, 7 müsste der Code theoretisch sein. Mal gucken. Genau! Sehr schön! Klasse! Super gelöst. So. Lalalala. Oh Junge. Alter, was ist das für ein Viech? Wahrscheinlich müssen wir das jetzt aufschneiden, oder? Nicht? Nee. Okay. Was hat es mir jetzt gebracht? Das Teil muss man doch aufschneiden. Nee. Na toll. Was hat es mir jetzt gebracht? Die Truhe da zu öffnen. Was hat es mir jetzt gebracht? Sag's mir. Toll. Irgendwas müssen wir doch mit dieser Puppe da machen. Jo. Es ist doch naheliegend, dass wir diese Puppe aufschneiden müssen. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und dann müssen wir da eine Euro-Münze nehmen. Da ist auf jeden Fall so eine Münze bei dieser Puppe drauf. Dass wir die vielleicht nehmen müssen. Und dann halt mit der Münze dann den Automaten da nehmen. Ah, okay. Sehr gut. Habe ich mir gedacht, irgendwas muss man ja der Puppe machen. Kann ja nicht anders sein. So, jetzt gehen wir an diesen Automaten hier. Werfen mal die Münze rein. Und schauen, was passiert. So.
Dann tu mal den Hebel betätigen. Und schon dreht sich's. Müssen wir das jetzt in der richtigen Reihenfolge machen? Okay, Kleeblatt. Okay. Ganz viele Münzen. Und ein Schlüssel. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Diese Musik schon wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel für den Schrank hier ist. Hier war ja auch nochmal was, wo man aufschließen konnte. Ja, sehr gut. Das ist ja sogar. Oh. Okay. Stethoskop. Damit könnten wir jetzt theoretisch den Safe hier öffnen. Nein, scheiße. Nochmal zurück. Nicht ganz richtig. Hä? Oh Mann. Okay, sehr gut. Wir haben ihn geöffnet. Geil. Okay, was ist jetzt da drin? Got a piano key. Okay. Ein piano key. Wo war jetzt hier ein Piano? Ah. Da. Piano Key. Was soll ich jetzt da machen? Kommt mal jetzt wieder raus? Nee. Nach wie vor noch nicht. Ah, okay. Toll, wir müssen es jetzt nachspielen, oder wie? Ja, klasse. Hä? Ach du Scheiße. Mal gucken.
Nochmal kurz, ich bin leider nicht so gut in Merken. Ah. Nee. Nee, Mann. Bam, jetzt haben wir's. Ja, was geht jetzt hier ab? Nix oder wie? Okay, die Tür ist wieder auf. Oh mein Gott, Leute, wir haben es ja nicht mal geschafft. So. Nur die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Ich sag keine Ahnung. Okay, da ist zu. Das heißt, wir müssen irgendwas. Oh Gott. Wieder Vergangenheit. The house became overcast and cold. My wife was standing in the hallway holding a knife. She looked at me with a scary smile on her face. She plunged to me and then everything turned dark. Maybe she also wants me to go to heaven like she did with her cat. Okay. Kommt immer noch nicht hoch. Ne. Ah, hier sind auch nochmal Haufen Symbole. Die wir noch gar nicht gefunden haben. Okay, was soll ich jetzt hier? Oh mein Gott, ist das crazy, das Spiel. Auf jeden Fall müssen wir irgendwas mit dem Fenster beachten. Hier ist wahrscheinlich noch zu. Genau. Irgendwas mit der Schaukel da draußen. Hat's was auf sich. Weiß aber nicht was. Wo kommt denn die Spinne? Von da oben. Wieso kommt man da jetzt nicht hoch? Oh mein Gott. Ah, Alter. Es war so klar. Es war so klar. Kommt mal jetzt hoch. Ne. Nach wie vor nicht.
Ja, was soll ich jetzt hier, frage ich mich. Kommt man jetzt durch die Tür wieder durch? Ja, jetzt ist sie auf. Okay. Oh, Alter. Ganz ruhig, Philipp. Gibt hier noch so viele verschlossene Türen und Sachen, wo man öffnen muss. Okay. Wieso steht neuerdings ein Schloss dran? Alter! Okay. Zu weit weg, ich kann den Schlüssel nicht nehmen. Wir müssen irgendwas finden, mit dem wir den Schlüssel. Der ist abgebrochen. Da ist doch was. Eine Konservendose, jemand hat sie geöffnet. Sehr lecker. Dinner bei Mondschein. Scheiß Vogel, der hat einen Schlüssel geklaut. Ah, das ist ein Schweinskopf. Okay, jetzt sehe ich das erst. Ich denke die ganze Zeit da ist ein Messer. Das können wir doch irgendwie nehmen. Metallhaken. Okay, der Vogel fliegt ja immer hier hoch. Das heißt theoretisch. Nee. Irgendwas muss ich doch mit diesem Metallhaken machen können. Kann man da was öffnen? Vielleicht hier. Es kann auch sein, dass wir das dafür benutzen. Okay. Okay. Und die Frage, welche Reihenfolge, ne? Vielleicht gibt es da irgendein Symbol, wo wir wahrscheinlich erstmal entziffern müssen. Warte mal, da, oder? Die Messer? Das erste ist in der Mitte, das zweite ist ganz unten und die dritten sind gleich. Das erste in der Mitte, das zweite ist ganz unten. Nee, das ist nicht das Symbol. Oh je. Irgendwas mit diesen. Ja, mit diesen Dingern hat sie ja auch nichts auf sich, aber das kann ja nur. Schon komisch. Mit den Kerzen hat sie auch nichts auf sich. Fächern hat es eigentlich auch nichts auf sich. Ja, gucken wir uns hier nochmal um. Vielleicht gibt es ja hier nochmal was. Aber. Nee, warte mal. Das geht ja auch nicht. Das ist ja zugeschlossen. Es ist auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe. Das ist klar.
Das ist nicht weit weg. Was könnte es sein? Das würde ich sagen. Seht mir dann in der nächsten Folge, was es sein könnte, wenn ihr wieder einschaltet bei Road of Evil. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.